Hallo Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, herzlich willkommen. Ich bin mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17. Oktober an der Fachhochschule St. Pölten. Jetzt anmelden. Wir haben hier zwei großartige Referenten hier bei uns, die sich jetzt sofort vorstellen werden. Bitte schön. Ja, also ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Martin Lehner ist mein Name von der Fachhochschule Technikum Wien. Ich leite ein Department, das heißt Entrepreneurship und Communications. Da ist eigentlich all das drin, was nicht technisch ist: Wirtschaft, Recht, Sprachen und Sozialkompetenzen. Mein Name ist Nikolai Sawczynski, herzlich willkommen. Ich bin auch an der Fachhochschule, wie jetzt eben genannt, tätig, und zwar im Department für das Kompetenzfeld Social Skills bin ich der Leiter. Wunderbar. Wir sammeln ja Zutaten für unseren Assessment-Kuchen. Also was muss da hinein, damit Assessment im intensiven Dialog mit Studierenden besonders gut gelingt? Bitte von jedem eine Zutat. Also ich würde Fallbeispiele hineingeben, weil über Fallbeispiele kann man gut einen Kontakt zu den Menschen erschließen und man kann sie aber gut mit den Dingen auseinandersetzen. Mhm. Und zu den Fallbeispielen, das sind auch für mich die präferierten Wege. Gibt es die Variante, ist es jetzt in der Präsenzzeit zum Beispiel, ja, oder ist es über Reflexionspaper abgewickelt? Ja, gut, wunderbar. Was bringt ihr uns denn mit an unseren Tag der Lehre inhaltlich, bitte? Nein, wir versuchen mitzubringen Überlegungen. Wir sind selbst im sehr intensiven im Dialog einerseits miteinander, aber auch überlegen, wie wir unsere Sozialkompetenzveranstaltungen der Zukunft aufstellen werden. Denn die Spielbedingungen haben sich ein wenig verändert. Wir werden mehr Dinge über Online-Learning abwickeln. Die Präsenzzeiten werden tendenziell eher verringert. Und die Frage ist, wie schafft man das tatsächlich, ein entsprechendes Können bei den Studierenden aufzubauen? Gerade bei der sozialen Kompetenz, auch in anderen Bereichen, geht es ja darum, dass irgendwie ein Können entsteht. Und wie machen wir das? Wie stellen wir das sicher? Und natürlich, wie stellen wir das auch fest? Wir bringen mit einerseits unsere gesamte Erfahrung, die wir schon haben zum Thema Assessment im Bereich der Sozialkompetenz, und unsere Rückschlüsse, unsere Schlussfolgerungen, die wir ziehen, um in der Zukunft unsere Weiterentwicklungen zu setzen. Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt schon gemacht mit euren Versuchen? Was sind da so erste Erkenntnisse? Naja, also sicherlich ist es so, wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir die Studierenden immer haben kleine Workshop-Einheiten machen lassen. Das heißt, die Studierenden präsentieren nicht nur irgendwas, sondern um sich mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen, stellen sie einerseits den Kollegen und Kolleginnen irgendwie ein Thema vor. Mhm. Aber sie überlegen sich auch, wie man die einbezieht, wie man die involviert, also wie man die mittun lässt. Und indem man sich das überlegt, wie das andere machen, setzt man sich natürlich selbst mit dieser Fragestellung und der Thematik auch sehr auseinander. Also da muss ich sagen, im Gegensatz zu sehr klassischen Präsentationen, ja, ein wirklich absolutes Standardformat heute, sind diese kleinen Workshop-Einheiten ganz gut angetan, um zu beteiligen, um in die Reflexion zu versetzen, diejenigen, die das gestalten, aber eben auch diejenigen, die mitmachen. Mhm. Noch Erkenntnisse, die sich bis jetzt schon ergeben haben oder Ideen für Weiterentwicklungen? Also Idee ist sicherlich in Richtung Methoden und in diesem Fall auch Prüfungsmix zu gehen. Was könnte man da machen? Also vollkommen in Ordnung auch, dass man bestimmte Dinge zum Beispiel über Multiple Choice elektronisch abfragt. Ja, das ist als Einstieg, ja, als Erstcheck vollkommen in Ordnung. Was gibt es da für Modelle? Gibt es eben sehr wohl auch ein bisschen Faktenwissen, ein bisschen Konzeptwissen, was man sich aneignen kann. Das kann man abfragen. Aber das ist allerdings wirklich nur ein erster Step. Und dann ist eben die Frage, wie bekommt man das sozusagen ins Leben? Wie schafft man das, lebendig werden zu lassen? Und da glauben wir ja, dass es sehr wichtig ist, dass man auch in der Präsenzveranstaltung ein bisschen in Dialog tritt mit den Studierenden. Wenn man es unangenehm formuliert, könnte man sagen, wir machen mündliche Prüfungen, aber so nennen wir das natürlich nicht, sondern wir überlegen eher, dass wir so in Fallbeispiele, Fallsituationen mit den Studierenden gehen, wo man dann bestimmte Situationen theoriegeleitet argumentieren und kommentieren muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz gut funktioniert und wo man nebenbei eben auch noch was lernt. Das kriegen ja auch die anderen mit. Also das ist wirklich die Auseinandersetzung mit einer praktischen Situation, aber nicht im Sinne von wir plaudern einfach mal drüber, sondern da gibt es ein, zwei Modelle, die verwenden wir einfach, um hier auch zu argumentieren. Das wäre ein zweiter Zugang. Ja. Nikolai, magst du noch? Das heißt, wenn wir sicherstellen können, dass in der Vorbereitung unsere Studierenden
die Theorie für sich erarbeiten, Modelle, Untersuchungsergebnisse. Ja. Und da aber im Erlernen, im Vorbereiten auch schon immer wieder Beispiele bekommen mit, okay, und was bedeutet das für mich in der Praxis? Ja, also Fallbeispielsituation. Wenn das zum Beispiel dann noch in der Vorphase über eine Multiple Choice, also reine Wissensabfrage, Wissensabprüfung stattfindet, sodass wir sicherstellen können, dass in der Präsenzphase, wenn wir beginnen, wirklich unsere Fallarbeit zu entwickeln, ja, Beschreibung, Analyse, ja, referenzieren auf Theorie, auf Modelle, die jeweils wie in einem Werkzeugkasten dann relevant sind, um dann Interventionen, Maßnahmen abzuleiten. Das ist ein Bild, das wir auch schon konkrete Erfahrungen dazu haben in Lehrveranstaltungen, die wir abgehalten haben. Gut. Und natürlich dann weiter, also das geht dann über Rollenspiele, die man natürlich sozusagen auch nehmen kann, um konkrete Situationen einzubringen und natürlich auch die Auseinandersetzung festzustellen. Und es gibt, denke ich, noch eine Menge anderer Formate. Es gibt die Lessons Learned am Schluss. Also Grundidee lautet bei uns sicherlich, wir schauen nicht nur, dass es eine Vielfalt von Lernhandlungen gibt, sondern dass es eben auch unterschiedliche Zugänge bei der Leistungsfeststellung gibt. Und letztendlich dient die für die Lernenden dann auch wieder zur Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Wunderbar. Das klingt super spannend und so freuen wir uns darauf, dass ihr Teil der Diskurswerkschaft am Tag der Lehre am 17. Oktober sein werdet. Bis dahin alles Gute und bis dann. Wir freuen uns auch. Wir freuen uns. Ciao.